Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán stärkt Polen den Rücken. Im Staatsradio prangerte er mit scharfen Worten das Sanktionsverfahren der EU-Kommission gegen Polen wegen Gefährdung von Grundwerten der Europäischen Union an. Es wird keine europäische Entscheidung gegen Polen geben, denn wir werden sie blockieren. Es ist das erste Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge in der Geschichte der Gemeinschaft. Grund sind die Justizreformen der polnischen Regierung. Sie gefährdeten die Rechtsstaatlichkeit. Budapest hatte schon am Mittwoch ein Veto im EU-Rat angekündigt, wenige Stunden nach der Entscheidung der EU-Kommission für die Einleitung eines Grundwerteverfahrens.